Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Wir gehen jetzt rekrutieren, würde ich sagen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Bevor es jetzt hier wirklich in die Schlacht geht, will ich noch ein bisschen rekrutieren. Erstmal in die Heimat. Nein, das will ich nicht. So, jetzt hole ich mir erstmal andere Gruppenmitglieder. Da kommt mein Freund Hugo und hier kommt Eupharius. Francesca bleibt. Wen nehme ich damit rein? Hinten. Tremble before the powers of necromancy. Ja, machen wir mal Milana. Wen hatte ich denn sonst noch immer hinten? Alvi mit seinem Bogen. Ach, Marisa könnte ja eigentlich auch mit. Die war ja jetzt auch nicht so verkehrt. Kann ich was bauen? Oh, do come in. Bestienknochen. Das ist immer noch die Bronzestatue. Ja, hier. Brauche ich noch meinen schönen Gegenstand. Erlaubt ihr den Kauf von Eiern? Ja, komm, baue ich mal mein Restaurant aus. Das steht ja auch schon eine Weile zur Auswahl. Karten sind unwichtig. Auditorium. Ich weiß nicht, wo ich sie finde. Gut, da gibt's erstmal nichts. Gucke ich mir mal die Berichte noch schnell an. Ob es da was Aufregendes gibt. Achso, die eine musste aufhören, weil ich da jemanden rausgenommen habe. Der hat Sammeln und Stärke. Kann man noch Stärke? Dann schicke ich mal Garou mit. Und noch jemand, der richtig gut sammeln kann. So. Dann können die sammeln gehen. Helden suchen. Barbara, du wirst es mir noch sagen. Das Ziel liegt unter dieser Stadt. Neue Prüfungen erwarten dich dort. Ja, unter der Stadt. Da muss ich ja die ganze Höhle durchkämmen.
Wenn du eine Frage zu Helden hast, kannst du mich fragen. Ich glaube, ich habe keinen ausgelassen, aber sonst bin ich ruhig und lass dich selber erkunden. Oh, das ist nett. Ich kriege unter den YouTube-Videos immer sehr gutes Feedback von einer Person. Da habe ich auch den Hinweis bekommen von Rainer. Man muss 1500 Schaden machen bei ihr. Weiß ich noch nicht, ob ich das so hinbekomme. Ihr Ziel, ein Schwertkämpfer namens Hugo aus der Ostprovinz, zuletzt gesehen in einer Hafenstadt. Okay, dann Hugo habe ich schon in der Party. Gott, sind das viele, ey. The Mystery. Hafenstadt? Was haben wir denn da? Hafenstadt ist zum Beispiel Ost-Zwillingshorn, ne? Alright. One perfect teleportation. Sollte ich eigentlich hinbekommen, 1,5k, ja, aber ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekomme. Dann müsste ich mit der richtigen Truppe reingehen, mir das zusammenbasteln. Ich habe auch keine Lust, das Artefakt jetzt zu grinden. Für das Theater. Da, da ist er doch. Für das Theater zu grinden. Habe ich auch keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich. Hugo. There you are. I knew I would find you. Owie, what are you doing here? Looking for you, of course. Along came our training day and my teacher never showed up. Right, about that. Would you just hear me out? Today, Hugo, you will see firsthand just how far my archery has come. Oh, here we go. Why do you have to throw reason to the wind when you get upset? Friniers? More like she's always been around. I'll explain later. Right now, I need your help. She'll calm down if we beat her in a fight. I'll take all of you on. Mit uns allen. Okay, dann probieren wir es. Das war richtig schlimm, hat mich 2 Stunden gekostet, habe währenddessen alles andere Kochen erledigt. Ja, glaube ich dir, dass das die Hölle war. 84. Komm, nochmal. 5 nur. Oh, das war's schon. Dann machen wir jetzt noch hier den. Den Schlitzer. Rums. Das hat doch gut funktioniert, würde ich sagen. Expected more. You're still letting emotion get the best of you. Those big, wasteful movements. But I worked so hard. You left me all by myself. I thought if I kept training. Oh, no. We didn't mean to. I'll let her get it out of her system. I've known her since she was a tyke, and this is how it always ends. Her father and I are old sparring buddies. The way she bawled the first time she watched us fight. Fierce as a tiger one moment, weepy as a willow the next. Oh, so that's why. Hmm? I noticed you act differently around her. I could sort of tell she's someone you're close to. Well, what do you expect? Of course I'm going to be sad. I lost.
It's not the same as when I was little. Well, anyway, we've been through a lot, Aoi. But you have gotten stronger. What do you say, Noah? She's proven herself a capable fighter. Sehr gerne. Can she join us? Ich brauche jede helfende Hand. Ostbogenschützin Aoi. There. You hear that? What do you say we... Good. Dorayaki? Dorayaki. Right. To the sweet shop it is. Like right now, Noah. Go, go, go! Ach ja, wunderbar. Wieder einer mehr. Wieder beziehungsweise eine mehr. Der nächste, der steht da einfach so rum. You there. You're Noah, that kid leading the alliance. Dalton. Yeah, I've heard of you. The name's Dalton. Dalton. Okay, Dalton. Nicht Dalton. Dalton. Word has it, you've got yourself a nice town. Pretty. Is it true? Das ist richtig. Sabine fights with you? Ja, die ist auch dabei. Oh, you know her? Used to. We haven't seen each other in a long while. But she's special to me. Muss ich sie jetzt mitbringen? Must be one bloody war you're fighting if she wants a part of it. Ah, screw it. I got a favor to ask, Noah. You mind if I go work for you? I'd make a good guild deputy. So, my strength is protecting people, but I can handle whatever you throw at me. Gerne. Kannst gerne mitkommen. Join us. Really? Thanks. You picked the right guy to keep you and your town safe. Lächelnder Hauptmann. Dort läuft ja. Das wäre crazy, wenn die sowas eingebaut hätten, dass man einen Charakter nicht rekrutieren sollte, weil der ein Spion von den anderen ist. Und dass er dann heimlich Informationen rausgibt. Sowas wäre krass, wenn die einbauen würden. Dass man das in dem Rekrutierungswahn gar nicht so mitbekommt und einfach sich einen Spion reinholt. So, das sah doch ganz gut aus, ne? Ich müsste eigentlich das mit dem Handeln hier noch machen. Irgendwelche Handelssachen, Schnitzerei. Das zum Beispiel. Oder Kristallerz. Da musstest du cheaten. Wahrscheinlich nachlesen, war, wie man das am besten macht oder am schnellsten erreicht. Könnte ich mir vorstellen, weil das sonst ganz schön schwierig ist. So, es gibt eine Stadt, wo ich noch gar nicht rekrutiert habe. Und zwar hier oben. Da könnte ich mich nochmal umgucken. Da habe ich mich noch gar nicht rekrutiert, bevor ich jetzt wieder Bababa frage. In dem YouTube-Kommentar wurde mir auch nahegelegt, ich solle doch mehr das Internet fragen, um Sachen herauszufinden, damit ich keine Sachen verpasse, etc. Was ja sehr lieb gemeint ist, der Hinweis. Aber das ist halt, das entspricht halt so gar nicht der Art und Weise, wie ich spielen möchte. Weil ich liebe es ja, dass ich Sachen verpassen könnte, auch wenn es mich vielleicht triggert innerlich. Aber das gehört halt dazu, ne? Und das einfach mit dem Guide zu spielen. Oder alles nachzugucken, wo ich welchen Helden bekomme. Weiß nicht, ist nicht meine Art und Weise. Gefällt mir als Zuschauer auch nicht, wenn das jemand macht.
Weil ich will mich da eigentlich lieber selber durchwursteln, sage ich mal. Und wenn ich halt was verpasse, dann verpasse ich halt was. Dann, ja, dann ist es halt so, ne? Kann man nicht ändern. Ist ärgerlich, aber es gehört dazu. Und wenn ich halt wirklich nicht weiterkomme, dann... Gut, das war eine kleine Einlage bei Goma. Dann gehe ich jetzt mal hier unten gucken, ob ich da den einen oder anderen finde. Ich komme gut durch. Ich denke auch, dass ich gut durchkomme. Also viele Helden gefunden. Manche Sachen dauern halt ein bisschen. Ich muss ja auch dazu sagen, die Uploads sind ja auch ein bisschen sehr zeitversetzt. Also jetzt kam Upload hoch heute, wo ich die Eiersuche hatte. Wo ich so Eier gesucht habe. Ne? Und bis dahin ist ja schon wieder viel passiert mittlerweile. Keiner hier rekrutieren will? Von daher, Eile mit Weile. Ich kann mir auch vorstellen, dass es als Zuschauer frustrierend sein muss, wenn du da den Typen siehst, der zig Stunden versucht, einen Fisch zu angeln und nicht rafft. Und nicht rafft, wie man, wo es den Fisch gibt und es nicht auf die Kette kriegt. Habe ich irgendwo Verständnis für, dass das vielleicht auch ein bisschen triggern kann. So. Aber hier hinten war doch ein Geheimgang, oder? Vielleicht ist da jemand drin. Ein Kätzchen. Mehr nicht. Su. Dann gucke ich mal noch ein bisschen rum. Also 100 Helden möchte ich schon voll machen. Das ist mein Ziel. Dann habe ich halt wirklich den Namen erfüllt. 100 Heroes. Und alles, was da drüber geht, ist Bonus. Ich muss nicht jeden einzelnen Held bekommen. Vielleicht habe ich auch schon den einen oder anderen verpasst. Dann ist das so. Ist ja kein 100% Run, den ich hier mache. Das ist einfach casual-mäßig ein bisschen die Story durchspielen. Ja, es gibt ja nur 120, in Anführungsstrichen, ne? Nur 120. Aber mit 100 ist man, glaube ich, schon gut dabei. Aber dann hat man trotzdem halt noch 20 liegen gelassen. Was eigentlich verrückt ist. Irgendwie gibt es ja auch einen Bug, habe ich was gelesen. Dass man einen dann nicht richtig rekrutieren kann. Oh, der feine Herr Schnurrbart. Is there something you need, young man? Clark, dich kenne ich doch. Actually, yes. I'm looking for new comrades. Not necessarily fighters, but people who can contribute to our town and make it a better place. Then I suppose you'll be wanting a theater, a place to stage plays and the like. Ja, wenn... The theater was my life's calling once, but woe upon me, I fear my passion has been wrung from me like a wet rag. These days, I'm utterly unqualified to set foot near a stage. I suppose that... Well, if I were to find the right play, a script that grabbed me by the heart and refused to let go. Mm-hmm. Hmm. That's a script you've got right there, isn't it? May I have the pleasure? Gerne, kannst du schon mal angucken. Of course, be my guest. Thank you. Hmm, let's see. It's called The Star-Crossed Lovers. Yes. Oh my. Egad! It's beautiful. A story of the highest caliber. Yeah? Oh, ich bin auch überrascht. I could weep. I haven't been this moved in years. And to think, you walked right up to me with this masterpiece in hand. Da. It can only be fate. Das ist der Nächste. The
vicissitudes of your life must be an exciting tale all their own. Der nächste in den Reihen, wunderbar. Clearly, young man, we were destined to meet. Two players sharing a scene in the world's grand scenario. I thought I would never work in the theater again. But now I can hear the powers above shouting in thunderous tones, the show must go on. You mentioned you were looking for comrades. With your permission, might I build a theater in your town and serve as its impresario? Gerne. Bist herzlich willkommen. Welcome to the ranks. Wieder ein Minispiel mehr, oder? My name is Clark, and I will give you wonder. I will give you splendor. I will dazzle you with fleeting dreams. The show will go on. Wunderbar. Leben fürs Theater, Clark. Ja. Das freut mich. Wieder einer mehr. Ich müsste da mal, wenn ich gleich wieder an der Basis bin, müsste ich mal gucken, wie viele ich schon habe insgesamt. Wuff, wuff, macht der Hund. Wuff, wuff. Skulptur der vier Rosen. Weiß ich gar nicht, ob das noch irgendwas auf sich hat, dass ich mir hier ständig Kunstwerke angucken kann. Ob das für irgendwas relevant ist. I don't know. So, jetzt gucke ich ein letztes Mal noch da hoch. Und dann frage ich Bababa mal wieder, ob sie mir was deuten kann. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass der Sammelcharakter dass dieser das Charaktersammeln doch so süchtig macht und so befriedigend ist. So, hier sieht es nach tote Hose aus. Ein riesiger Platz, aber hier ist gar nichts los. Da oben in der Ecke steht noch jemand. Bin doch noch kein Kreiselprofi. So, ist hier noch jemand? Hallo? Keiner da? In der Mitte war, glaube ich, auch keiner. Nur ein paar Hofdamen, die sauber machen. Gut, dann geht's jetzt zurück. Ich müsste mir eigentlich... Auch meine Eier müsste ich mir mal angucken. Eier! Meine Eier! Oh, warum renne ich denn immer raus? Jetzt kann ich auch gleich zu der Eierdame gehen. Wenn ich schon mal so dumm bin und rausrenne. Dann kann ich da auch mal vorbeigucken. Hallo. Be sure to enjoy yourself. Swift ist geschlüpft. Oh, muss ich mir jetzt alles angucken? Geil. Gucken wir uns mal 9 Eier an, wie sie schlüpfen. Champion. Mhm. Schöne Farben haben die alle mal so ein bisschen. Anton.
838, der Champion. Hat einen C-Rang. Okay. Schicke ich einfach mal in Ruhestand. So ein F brauche ich nicht. Jetzt muss erstmal ein Champion-Ei hier ausgebrütet werden. So. Schloss erste Ebene. Baba, ich komme zu dir. Ich muss wissen, wie viele Helden ich noch rekrutieren kann. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel ich habe. Komm hin, komm hin. Anzahl. Hallo, Anzahl geangelten Fische. Unsere gesammelten Gegenstände, Anzahl der untersuchten Sammelpunkte, Anzahl der Teleporten, Reisestrecke insgesamt, Gesamtschaden an Gegnern. Ich dachte, da stand hier mit drin letztens. Ach da, Anzahl der rekrutierten Charaktere, 91. Enjoy. Na, da fehlen ja nur noch 9 Stück. What wisdom do you seek? Na, der weiß ich, wo ich... Das habe ich jetzt auch schon in den Kommentaren die Info bekommen. Da muss ich ein paar Kreiselduelle machen und dann schließt er sich an. Quinn könnte ich machen, die Quest... So, prüfen wir mal den hier. Quinn, die Quest. Die will ja irgendwas von mir. CJ, die Quest könnte ich machen. Das gibt's auch noch. Sie befindet sich am Eingang zum großen Wald. Südwestlich von hier. Sie leidet. Beeil dich lieber. Okay. Ein junger Mann aus dem Dorf mit spitzen Dächern. Welches Dorf hat spitze Dächer? Ein wahrlich... Mächtiger Magier, sucht die Stadt mit dem Wasserrad auf, um ihn zu treffen. Lass dich von seinem Aussehen nicht in die Irre treiben. Take care. Okay, jetzt haben wir ja ein bisschen was. I'm a teleportation professional. Also der Wald, der südwestlich ist. Könnte der sein, oder? Am Eingang des Waldes? Meinen die hier? Also die Nebenquests würde ich auf jeden Fall machen. Die sind alle ganz gut gemacht. Ja, habe ich vor. Weiß nur noch nicht wann. Who among you seeks to become my thrall? Das weiß ich noch nicht wann.
Aber machen will ich es eigentlich. Ist das gemeint? Das wäre auf jeden Fall Südwesten, vielleicht doch mehr Süden. So lange ist das Spiel nicht mehr, echt? Echt? Ist es dann schon vorbei? Ich habe gedacht, da kommt noch irgendein großer Twist oder so am Ende. Irgendwas muss doch noch kommen. Ist so mein Empfinden, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es dann jetzt langsam aufs Ende zugeht. Nee, also ich habe ja einiges an Stunden jetzt hier drin verbracht. Da kann es auch gerne gegen Ende gehen. ¿90% schon, echt? Krass. Ah, ich bin nur bei 40 Stunden. So ist es hier. Leidet hier jemand? Kann das schlecht abschätzen, was sie meinen mit Südwesten. Kann ja mal ein bisschen durchstöbern hier. Es leidet, beeil dich. Ah, da ist der Drache. Gut, hab ihn gefunden. Well, there's the dragon we heard about. Oh, natürlich. Chandra muss erstmal kämpfen. Okay, okay. 90% tatsächlich, ey, dann. That's for sure. And I'm not pushing my luck. That's Lensshine, just like the hunter said. But what does it mean? Stimmt, der Hunter hat mir, da hat mir ja einer was von erzählt, von dem Drachen. Jetzt fällt's mir wieder ein beim letzten Mal. Wir haben ja in der Stadt die Info bekommen. I should have brought Code L along. Ah, Code L. Wer hätte es ahnen können, dass ich Code L brauche? Okay, dann erstmal Stadt mit Wasserrad und I just hate resorting to violence. Schatztruhe grabben. Dann wäre es eine Überlegung, das Spiel jetzt fertig zu machen. Das Spiel fertig zu machen und dann danach noch ein bisschen mal so ein bisschen extra. Bisschen extra Zeug zu machen. Das wäre ja eine Überlegung wert. Hubi Mega-Angriff. Und dann ist ja halt auch wieder. Dann ist ja auch wieder die Frage, was spielt man als nächstes? Was wird denn jetzt als nächstes angegangen für ein Projekt? Ausgezeichneter Lack hier. Fragen über Fragen. Also es zieht sich schon mit viel, viel, viel Gelaber. Ich liebe viel, viel, viel Gelaber. Ist ja genau mein Ding. Kommt ja nochmal die große Storykeule am Ende. Ja, ich lasse mich überraschen. So, jetzt mit dem Wasserrad. Ist Haishan. Alright.
Aber theoretisch könnte man die auch alle finden, wenn man regelmäßig... Aber es hat doch... Ne, es ist ja kein Dorf mit spitzen Dächern. Aber es hat spitze Dächer. Oh, ich renne immer raus. Ich mache immer diesen gleichen Fehler. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja, wenn man alle Orte immer wieder abklappert, bräuchte man Bababa ja weitestgehend nicht. Also man muss halt immer wieder zurückkommen und gucken, wo gibt's was Neues? Steht hier eine neue Person rum? Bevor ich in die Schlacht ziehe, sollte ich auf Klo gehen. Eieiei. Das werde ich mir gleich zu Herzen nehmen. Ach, das ist sie doch, oder? Sweet sugar toast. This is dire. If the creature has grown as big as they say. No, no, no. That's impossible. It was such a tiny little thing. Then again, after 100 years, all bets are off. But that would mean it's... Oh, please, what am I saying? It's not my fault. I am far too fetchingly adorable to make a mistake. Bungling is not in my vocabulary. And yet... The problem remains. I suppose I could take care of it alone. But why face a menace toute seule when the world is full of willing meat shields? Hey, du da. Nice. You there, young man. Don't you cut a rugged figure. Not too rugged, mind you. People drowning in their own muscles are so distracting. But those vanilla good looks of yours should help guide the eye toward the adorable main act. Yours truly. Oh yes, you'll do just fine. Bester Magier im Spiel und fast so nett wie Francesca. Sympathisch. Let's say we join forces and help a few people out. Help them how? You haven't heard? There's a dreadful monster that's taken up in a cave east of town, down by the shore. Okay. What kind of dreadful monster? Oh, it's, well, from what I hear, once upon a time, some incredibly talented sorcerer was conducting an experimental ritual. But confound it, he left behind the raw lens he was using, and... actually, what I mean is the experiment went awry entirely on its own and birthed a creature of pure nightmares. Okay. And we can't have that! Now, can we? People are too afraid to even take their boats out. Don't you want to help? Doing a good deed is simply the best feeling. Not to mention all the pats on the back you'll get. From the air about you, I thought you'd jump at the... Yes, I'm in. I love helping people. Let's do it. That's the spirit. Gar nicht naiv. Gar nicht naiv. If only all your peers were so eager. Shall we depart forthwith? Ja, gehen wir, komm. What are we waiting for? Let's go right now. Yes. Do you think maybe you're being a little too eager? Do people ever tell you that? Although, I do appreciate the enthusiasm. Now, follow me, yes? I'll have us at the cavern faster than you can say. Who is this pinnacle of cuteness I'm traveling with? So, dann geht Milana mal raus, würde ich sagen. Und Momo kommt rein.
your foes. I will thaw them into little puddles. Die verteilt bei mir 800 Damage Schellen, also mit ihm schaffst die 1,5k in 3 Runden. Oh ja, das mit ihr würde ich dann locker schaffen. Which is to say, off we go. I'm gonna help those people. Right, here we are. Deep in this cavern, we'll find the greedy guts that consumed all the raw lens. So, let's go slay ourselves a monster. Ich bin gespannt. Ein Dorf mit spitzen Dächern. Ich bin noch hart am Überlegen, wo das ist. Ein Dorf mit spitzen Dächern. So, mal wieder in der Höhle. Und dann gucken wir mal. Not sure you even need me for this one. Wollte es ihn dann noch persönlich sperren, ja, mein lieber Demise. Erstmal Sperre aufheben und dann nochmal selber sperren. Aber da hat der Bot im Hintergrund schon gute Arbeit geleistet. Und das gleich rausgefiltert. So. Ach, war im gleichen Moment, Mann. Du bist ja flott unterwegs. Ziehe meinen Hut vor dir. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wie schnell du bist. Und das beim Zocken während bei, dass du dann noch so aufpassen kannst. So, jetzt kommen wir doch durch das Siegel durch. Perfekt, genau. Looks like we'll reach the back of the cavern soon. Oh yes, this is definitely the place. The seal is intact. That's good. I'll just quietly pat myself on the back for that one. Sorry, what do you mean? Huh? Oh, nothing. Also ich hoffe mal, der Gegner ist jetzt nicht zu stark, dass er mich hier weghittet. On we go. Dieses gefährliche Monster. Nochmal speichern. Dem die Sequenz durch ist. Oh, da gibt's sogar eine schöne Kiste. Und eine Harpune, die man bestimmt benutzen kann. This is where the experiment took place. I thought for certain we'd have stumbled upon that greedy gobbler by now. Perhaps they fed me some tall tale. In which case, I'm absolved. Not that a perfect cutie like myself would err in the first place. Momo, would you mind telling me what's really going on here? The secret to perfect cuteness? Oh, that's quite impossible. I mean, where to begin? No, I don't mean that. Oh, jetzt geht's los. What's happening? Jetzt geht's los. Und wir müssen mit der Harpune bestimmt arbeiten, oder? Nee, doch nicht. Oder? Weiß nicht. Oh Gott, deswegen, was kommt da denn?
Das ist ja riesig. Ah, ich kann das Schleusentor öffnen, okay. Ich hätte mich mal heilen sollen. Ich hätte mich mal heilen sollen vorher, so eine... Angriff des Hebels führt zum Öffnen der Schleusentore. Wasserlevel wird geringer. Oh, keine Ahnung, ob das was bringt. Das muss ich jetzt erstmal austesten. Magie zurückwerfen. Reflektiert Hälfte erlittenen Schadens. Feuerball. Ach, sie ist geschockt. Okay. Scheinbar ist das Schleusentor noch nicht offen, oder? Angriff. Das ist schön, dass seine Verteidigung unten ist. Ja, wir fighten jetzt richtig, ja. Solange die Verteidigung unten ist, hauen wir doch mal richtig einen raus. Also er macht Schocktentakel. Und hat meine Francesca gechoppt. Das geht gar nicht. Das geht natürlich gar nicht, dass Francesca gelähmt ist. Okay, jetzt haben wir die... Haben wir jetzt die Schleuse geöffnet? I don't get it. So, er kann nicht mehr angreifen. Ich muss sie mal irgendwie entlehmen. Oh, jetzt eine Heilung wäre geil. Jetzt eine Heilung wäre geil. Pubibi macht's wieder. Das ist gut, dass ich nichts gegen Lähmung habe. Sch
schlau, wie ich bin. Ah, sie ist nicht mehr gelähmt. Aber bringt es was, das Schleusentor zu öffnen? Wenn jetzt alle das Schleusentor angreifen? Ja. Here's a little Guardian Arcana. 160. Schon mal nicht schlecht. Ja, bringt was, okay. Dann habe ich noch nicht... Okay, jetzt ist es offen. Und jetzt liegt er auf dem Trocknen quasi, ne? Ah, jetzt kann ich das Harpungeschütz laden, okay. I see, I see. Heil mich, Francesca. Okay, I see. Man muss halt nur ausreichend Schaden machen an diesem Harpun-Ding, an dem Schleusending, dass es aufgeht. Okay. Are you all right? Let me heal. Oh, you won. That was close. Schlitzer. Harpungeschütz feuern. Inferno-Säule. Francesca hat keine MP mehr. Warum nicht? Alright, let's give it a try. 600. Das ist auch nicht schlecht. 381 ist auch nicht schlecht. Sie kann doch auch heilen. Hier 116, jawohl. Da brauchen wir gar keine Harpune. Wird so weggeknallt. So, jetzt muss ich schnell wieder die Schleuse kaputt machen. Oh, was ist denn bei der Schleuse los? Das ist ein Tentakelgriff. Ich greife trotzdem komplett da an. Alles darauf. Machen wir es einfach mal. So, Tentakel ist weg. Ah, nein.
Ich muss den Schalter angreifen. Aber die machen so viel Schaden. So, Schleusentor. Alle auf Schleusentor. Machen wir das auf wieder. Oh, das tat weh. Gut. Und Harpunenschuss dann nochmal. So, Hundenlense, rücksichtsloser Schlitzer. Er macht seinen Haiangriff. Der greift noch so einmal an. Und die Wiederherstellungswelle. Geile Inferno-Säule. Und sie geht zur Harpune. Ah, sie machen gut Schaden. Ich bin sehr zufrieden damit. Dim, 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 dim. Die Krake ist rot. Ich wiederhole, die Krake ist rot. Kann nochmal den Zamala machen. Jetzt eher noch Schlitzer. Nee. Hubi-Attacke. Angriff. Harpune abfeuern und dann sollte es sein. Okay, es war es jetzt schon. Es war es jetzt schon. Harpune des Rheinwassers. Das klingt ja sehr sexy. Cutest of them all now. Oh, that's right. It's still me. What was that all about? And how in the world did you get a cannon in here? Well, Schnookums, now that I've recovered the raw lens I activated and undone my little boo-boo, I suppose I can tell you. Na dann, leg mal los. My name is Moriarty Gardestein. And I'm the greatest sorcerer of my age. Centuries of intense magical study have shaped me into the vision of delight that stands before you. This cavern is one of many research stations I once created. Although, I had to abandon it due to a little mishap. Okay. Poor dear, your mind must be swimming. It's not often one stands before such a great and powerful sorcerer. So, let me get this straight. You're a cute little girl on the outside, but a centuries-old super mage on the inside? Wrong! Oh, so you were exaggerating about the centuries part? Wrong again. And I'm no cute little girl, thank you. But I thought you liked being called cute. You kept saying as much. No. I mean, I'm a boy, silly Billy. Oh. Ach so, ist ein Junge. Okay. Oh. Oh, das macht's bei mir auch gerade. Oh, das habe ich nicht gesehen. Und nicht gerafft. Oh, ich will dir auch die Kiste. Oh, seid ihr behindert? Seid doch bescheuert, Alter. Was? Oh. Nor should you. When the world is full of so many wonders, Schnookums. Now, shall I let you in on a very special secret? Okay. Now, listen carefully. Because I have to whisper. It took me centuries of intense research to learn this secret, which means it's for your ears alone.
Are you ready? Hau raus. Ich muss nochmal durch die ganze Höhle, um diese Truhe zu bekommen. Here it is. Cuteness triumphs overall. The silence of ultimate comprehension. Yeah, sure. All I know is that magic as great as yours goes way over my head. Give it time, Schnookums. One day you'll understand. Now, I believe I'll make myself comfortable at your humble abode. Excuse me? Excuse me. You think I didn't know about that rough, tough alliance you lead, Cupcake? What you need is my magic and impeccable cuteness to guide your army to victory. Niedlichkeit siegt, sagte Momo. I'll have your every enemy just dying in capitulation. Wunderbar, trotzdem muss ich jetzt nochmal durch den ganzen Dungeon, um da hinten an diese Truhe zu kommen. Werde ich gleich in Erfahrung bringen. Oh, hier ist ein Skelett richtig. Hätte ich gar nicht gesehen gerade. Skeletteingang. Rune der SP erhalten. Das ist die höchste Wassermagiestufe. Die braucht Francesca dann bestimmt, wenn da gute Heilzauber dabei sind. Aber erstmal muss ich meine Ressourcentasche leeren. Deswegen zurück nach Ulfbert. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.